Der kleine Carlos ist ein Jahr alt. Er ist ein fröhliches Kind, das viel lacht und sich normal entwickelt. Für seine Eltern nicht selbstverständlich. Denn Carlos hat Fehlbildungen an beiden Händen, sogenannte Dysmelien. Für die jungen Eltern ein Schock. Schließlich schien während der Schwangerschaft zunächst alles in Ordnung zu sein. Wir haben uns riesig gefreut. Und die Frauenärztin hat halt jedes Mal gesagt, alles gut, alles gut, alles gut. Und kurz darauf kam dann auch schon, hat mein Frauenarzt mir gesagt, ich kann die linke Hand nicht richtig darstellen. Eine Ultraschalluntersuchung in einer Spezialklinik zeigt, an der linken Hand sind nur 3 Finger. Der rechte Arm ist nur ein Stumpf. Hinzu kommen unterschiedlich lange Beine. Carlos wird mit Behinderungen auf die Welt kommen. Mein Kopf hat sich einfach ausgeschalten, die Tränen liefen. Ja, war schon ein Schock und halt auch Ängste, was halt vielleicht noch kommen könnte. Aber es kommt nichts mehr. Carlos' Gehirn und seine Organe sind gesund. Er entwickelt sich schnell, krabbelt durchs Haus und benutzt seine Hände. Oh, wieder weggenommen. Er greift fast alles mit den Händen, aber dann nutzt er auch ganz oft seinen Fuß. Und er kann tatsächlich auch den Pinzettengriff mit dem Fuß ziemlich gut. Mit ihrer Situation hat die Familie sich arrangiert. Und trotzdem war da immer die Frage nach dem Warum. Es sind 2 Nächte wirklich mehr wach gelegen, wie dass ich geschlafen habe. Und habe über alles nachgedacht, woran es gelegen habe, ob ich mich vielleicht falsch verhalten habe, ob ich was Falsches gegessen habe, getrunken habe oder was auch immer. Man denkt schon am Anfang nach, was habe ich falsch gemacht. Aber ja, die Ärzte haben ja auch gesagt, das ist eine Laune der Natur, wird ganz oft in den Zusammenhang genannt. Ich kann da nichts für, ich soll mir keine Vorwürfe machen. Schon vor 2 Jahren berichtet SternTV über das Thema Dysmelie. Damals treffen wir viele Menschen mit Fehlbildungen an den Händen und Armen. Also ich bin die Carina, ich bin 17 Jahre alt. Mir fehlt die linke Hand schon seit Geburt an. Mein Handgelenk ist noch normal ausgebildet und danach kommen keine Handwurzeln, also keine Handknochen und keine Finger mehr. Das ist der Jonas, 1,5 Jahre alt und im linken Händchen hat er nur einen Daumen. Ich lebe damit ja schon mein ganzes Leben und es tut nicht weh und es stört auch nicht wirklich. Ich bin René, 25 Jahre alt und habe verkürzte Finger, verkürzten Arm und mir fehlt der Brustmuskel. René Schaar begleiten wir damals auch zum Bundestreffen des Betroffenenverbands Ahoi e.V. Hier wird deutlich, Dysmelien sind kein neues Phänomen und es gibt Betroffene jeden Alters. Einerseits treffen wir uns, um den Kindern zu zeigen, dass da andere sind, die genauso sind wie sie und den Eltern Hilfestellung zu geben und Austausch und Rat. Aber natürlich wollen wir auch zeigen, hallo, hier sind wir. Ey, da sind andere, die sind genauso wie ich. Und es ist ganz selbstverständlich und ganz alltäglich und die kommen auch damit klar und die sind auch groß geworden. Er wirbt für Gelassenheit im Umgang mit der Behinderung und nimmt vieles mit Humor. Hey Mama, was hast du gedacht, als du mich zum ersten Mal gesehen hast? Ach du Scheiße, wieso ich, wieso er, wieso unsere Familie? Und der zweite, geil, der braucht nicht zur Bundeswehr. Ihn selbst hat seine Behinderung eigentlich nie gestört, sagt er. Er spürt auch keine Einschränkungen im Alltag. Oft würden sich Angehörige unbegründet Sorgen um Betroffene machen. Das viel größere Problem haben die Eltern, nicht die Kinder. Die Kinder kennen das nicht anders. Die Kinder kennen das von Geburt an, haben sich und ihren Körper so kennengelernt und haben dann auch Techniken entwickelt, wie sie etwas greifen oder wie sie mit einer Situation zurechtkommen. Aber die so richtig damit zu kämpfen haben, sind die Eltern, weil es ist anders als sie selbst und da fehlt was, da ist was nicht richtig. Das muss irgendwie korrigiert werden, am besten. René Schaar ist von Beruf Cutter, schneidet Filmbeiträge. An einer Tastatur. Kein Problem, auch mit Dysmelie. Die ist für ihn kein Hindernis für ein glückliches, unbeschwertes Leben. 2017 treffen wir auch den kleinen Paul und seine Eltern. Auch sie fragten sich damals nach der Ursache für die Handfehlbildung ihres Sohnes. Der erste Gedanke war, wir haben irgendwas stimmt mit unseren Genen nicht. Das ist ein Genfehler, weil wir das halt auch vorher nicht kannten. Auf den Ultraschallbildern war Pauls Behinderung nicht zu erkennen. Die Frage nach dem Grund für die Dysmelie blieb auch in diesem Fall unbeantwortet.
Es kann die Nabelschnur gewesen sein, die es abgeschnürt hat. Es kann eine kleine Thrombose gewesen sein. Es kann ein Infekt gewesen sein. Tatsächlich können Dysmelien diese ganz unterschiedlichen Ursachen haben. Eine weitere, erklärt Dr. Christiane Otto von der Uniklinik Mainz, sind sogenannte Amnionbänder. Fäden in der Gebärmutter, die Gliedmaßen des Kindes abschnüren können. Da löst sich die innere Eihaut etwas ab, hängt dann eben wie so ein Faden, wie so ein Fetzen runter und das klebt dann eben an irgendeinem Körperteil fest. Also an dieser Hand sieht man eben gleich zwei Sachen, die diese Amnionbänder machen auf einmal. Zum einen ist es die tatsächliche Umwickelung, Umschnürung und damit Absterben lassen des Fingers. Und zum zweiten ist es, was man an den restlichen vier Fingern sieht, das Zusammenkleben von den Fingern, die dann eben auch nach der Geburt eben zusammengeklebt sind. Das ist eben ganz, ganz, ganz selten. Jetzt geraten Dysmelien und mögliche Ursachen in den Fokus. Vergangene Woche wird bekannt, in einer Klinik in Gelsenkirchen-Buer wurden jetzt innerhalb von nur 2 Monaten 3 Kinder mit fehlgebildeten Händen geboren. Viele Medienberichte folgten. In einer offiziellen Stellungnahme heißt es: Wir konnten keine ethnischen, kulturellen oder sozialen Gemeinsamkeiten der Herkunftsfamilien sehen. Alle Familien wohnen im lokalen Umfeld. Fehlbildungen dieser Art haben wir viele Jahre lang nicht gesehen. Das mehrfache Auftreten jetzt mag auch eine zufällige Häufung sein. Wir finden jedoch den kurzen Zeitraum, in dem wir jetzt diese 3 Fälle sehen, auffällig. Jetzt immer wieder Schlagzeilen, auch über Pestizide als möglichen Grund. Experten von der Uniklinik Mainz mahnen jetzt zur Gelassenheit. Hier werden Neugeborene mit Dysmelien aus der Umgebung erfasst. Der Direktor der Kinderklinik, Professor Dr. Fred Zepp, sagt uns heute auf einer Pressekonferenz: In der Situation der Fälle, die wir hier in Deutschland berichtet bekommen haben, wäre das wirklich ein völlig unangemessener Zusammenhang zum jetzigen Zeitpunkt. Auch die lokale Häufung in Gelsenkirchen finden die Experten nicht zwangsläufig alarmierend. Es ist faktisch ungewöhnlich, dass in einem begrenzten Raum um eine Geburtsklinik herum und auch in einem zeitlich engen Fenster von etwa 3 Monaten tatsächlich 3 angeborene Veränderungen an Händen auftreten. Das kann aber, wenn wir jetzt den Rahmen größer ziehen und sagen, ist das für Deutschland ungewöhnlich, dann kann das auch noch ein rein zufälliges Ereignis gewesen sein. Wir fragen die Eltern vom kleinen Paul, wie sie mit den Meldungen umgehen. Wir kennen hier im Ort 3 Kinder, die betroffen sind. Einer wohnt direkt ein paar Häuser weiter. Im Umkreis so von 25 Kilometer kennen wir auf jeden Fall 7 Familien und wissen aber von Hörensagen auch von mehr Familien. Aber irgendwie glaube ich trotzdem nicht daran, dass irgendwas anderes daran schuld ist, sondern ich glaube einfach, dass es Zufall ist, dass wir uns alle jetzt so gefunden haben und alle in der Nähe wohnen. Es wird einen Grund haben, wir wissen halt nicht welcher. Es gibt so wenig Fakten. Und da wäre es vielleicht ganz hilfreich, mal wirklich zu sagen, dass die Bundesregierung oder Landesregierung irgendwo mal eine zentrale Stelle einrichtet, wo generell alle Fehlbildungen mal gesammelt werden. So ein zentrales Melderegister gibt es in Deutschland nicht. Als einziges Bundesland erhebt Sachsen-Anhalt dazu Zahlen. Die Statistik dort zeigt, dass die Zahl von Fehlbildungen immer wieder schwankt und zuletzt gesunken war. Das Institut betont: Es gibt keine erhöhte Anzahl an Handfehlbildungen in Sachsen-Anhalt. Wir fragen dort beim Fehlbildungsmonitoring Sachsen-Anhalt nach und man bestätigt uns, kleinere lokale Häufungen wie in Gelsenkirchen gab es auch in Sachsen-Anhalt immer wieder. Bei näherer Betrachtung konnte ein Verdacht auf Umwelteinflüsse nie bestätigt werden. Es bestehe also kein Grund zur Panik. Register wie in Sachsen-Anhalt wünschen sich nicht nur Carlos-Eltern deutschlandweit, um mehr Klarheit zu schaffen. Wir wollen, denke ich mal, alle, dass es solche Fälle so wenig wie möglich gibt. Und dafür sind die Meldestellen doch schon wichtig. Und wir haben dann am Donnerstag auch erfahren, dass die Berliner Charité momentan so eine Anlaufstelle dafür ist, dass man sich dahin wenden kann. Und das habe ich dann am Donnerstagnachmittag auch direkt gemacht. Auch wenn sich die Häufung in Gelsenkirchen als zufällig erweist, vielleicht gibt es dadurch bald etwas mehr Gewissheit. Für die Eltern von Carlos und viele weitere Betroffene in ganz Deutschland.